Essentially, this is what must be developed. The art of giving out in love and intelligence what is taken in from vision and the experience of self-transcendence and solidarity with the universe. Das ist es im Wesentlichen, was wir weiterentwickeln müssen. Die Kunst, mit Liebe und Intelligenz das weiterzugeben, was wir in der Vision und in der Erfahrung der Selbsttranszendierung und des Einsseins mit dem Universum aufgenommen haben. Eine Geistesnahrung vom Baum der Erkenntnis, Paradies oder Hölle inklusive. Magic Mushrooms, die Lust am Pilz. Und so wie die Lust an der Musik der 70er in die Samples der 90er bricht, so gibt es auch eine Renaissance von totgeglaubten Modedrogen. Frisch aus den psychedelischen Basislagern importiert sind die Shrooms, die Magic Mushrooms. Verbotene Früchte von der Bibel über Alice im Wunderland bis zum Strafgesetzbuch. Als Pflanzen fallen sie nicht unter das Betäubungsmittelgesetz, also auch der Anbau nicht. Aber schon das Ernten, Trocknen und so weiter der kleinen Aliens kann strafbar sein. Der chemische Kraftstoff der Magic Mushrooms heißt Psilocybin. Und der Trip zur naturbelassenen Halluzination kann, wie bei anderen Drogen auch, je nachdem, wie man gerade drauf ist, zu psychischen Schäden führen. Das Eigenleben der Pilze jenseits von Law and Order hat aber auch jahrhundertelang Menschen fasziniert, bis hinein ins Internet. Claudia Kuhland und Ralf Breyer stellen die Psilos vor. Magic Mushrooms, die Lust am Pilz. I take mushrooms for the experience. I always prepare myself. I empty my stomach, so fast for a day, 24 hours. Aber nur an Open Airs. Also man sollte auch schauen, dass es, wenn möglich, draußen ist. Wir waren in einem gediegenen Wohnraum mit dunkler Holzdecke, weißem Kachelofen und... Kurz vor Sonnenuntergang nahmen wir die Droge. Von mir aus, meine Damen und Herren, ich denke, wir sind soweit. Das ist ziemlich einfach. Man isst sie und dann geht's los. Augenblick noch, haben wir alles? Wir sollten uns vielleicht ein Vorbild nehmen. Die Indianer sind ja vorbildlich. Sie beten, sie fasten vorher. Sie nehmen das nur unter ganz bestimmte Bedingungen, unter bestimmter Leitung. Sonst sagen sie, macht der Pilz wahnsinnig oder er tötet. Da sprach die Schlange zum Weibe, ihr werdet keineswegs des Todes sterben. Hilfe! Hilfe, die Schlange! Schlange, weg mit dir! Schuschu, weg mit dir! Schlange! Sondern Gott weiß, an dem Tag, dass ihr davon esset, werden eure Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Wenn man Pilze tagsüber nimmt und auch noch sieht, was um einen rum passiert. Und sie nahm von der Frucht und sie aß und gab ihrem Mann, der bei ihr war, auch davon und er aß. Da wurden ihnen beiden die Augen aufgetan. Aber ich bin noch gar keine Schlange. Als Mitreisende in der ersten Klasse begrüße ich ganz herzlich Alice im Wunderland und Ernst Jünger, den verkannten Pilzkenner. Die Pilze nehmen in besonderer Weise am Werden und Vergehen teil. Sie sind der Erde näher als die grünen Pflanzen, ganz ähnlich wie die Schlange ihr näher ist als die anderen Tiere. Hier wie dort ist der Körper in geringerem Maße gesondert, der Fuß dominiert. Dafür ist auch der Reichtum an heilenden und tödlichen Kräften stärker.
und an Geheimnissen. Auf unserem Sightseeing-Trip begegnen wir außerdem Kranken und Gesunden. Schriftstellern, Musikern und Mystikern, einem amerikanischen Detektiv, einer mazatekischen Schamanin sowie psychoaktiven Sonderlingen diverser Provenienz und ihren Geistern. Also für mich sind es liebe Freunde, die Geister von Pilzen, ja. Pilzgeist-Tours bietet prinzipiell keine Reiseversicherung. Als wissenschaftliche Begleiter konnten wir dennoch ein paar ernstzunehmende Doktoren gewinnen. Ich heiße Franz Vollenweider, ich bin Oberarzt an der Psychiatrischen Universitätsklinik Zürich. Ich arbeite auf dem Gebiet der Forschung, der Grundlagenforschung in der biologischen Psychiatrie. Mein Name ist Dr. Kuhlmann, ich bin Arzt für Psychiatrie und Psychotherapie und Facharzt für psychotherapeutische Medizin. Ich bin Albert Hoffmann, ich bin ein Chemiker und kein Guru. Dafür Entdecker des LSD und Pilzalchemist, Synthetisierer von Psilocybin, dem psychoaktiven Wirkstoff der kleinen Aliens. Er, heute 90, versorgte damals Ernst Jünger, heute über 100, mit Zauberpilzen zwecks Steigerung des geistigen Genusses. Wir überfliegen Wilflingen. Schlangen, gotig, kaum lebendig, wälzten sich träge über die Fußmatten. Sie waren mit Brillantsplittern gespickt. Andere lugten mit roten und grünen Augen aus dem Plafond. Es glitzerte und wisperte, es zischelte und blinkte wie winzige Sicheln beim Billwiss-Schnitt. Dann schwieg es und kam von Neuem. Leiser, zudringlicher. Sie hatten mich in der Hand. Und damit sind sie auch irgendwo unsere Kumpanen, unsere Wegbegleiter. Und Gott, der Herr, sprach. Wenn man Pilze tagsüber nimmt und auch noch sieht, was um einen rum passiert. Pilzgeist-Tours Unlimited. Abenteuerreisen bei Night und bei Tag. Das dachte sich voraus. Garantiert ornamental, fraktal, spiral. Und irgendwie auch emotional. Wenn du den Eindruck hast, dass der Pilz dich jetzt an die Hand nimmt, was er tut, und dann geht's los und du musst ihm vertrauen. Wenn du es nicht tust, dann zeigt er dir Dinge, um dich zu ärgern, um dich zu provozieren. Da kennt er keine Grenzen. Es sind also Wesen, die uns begleiten, die mit uns zusammen ja, sich des Lebens erfreuen wollen. Und damit sind es also ganz liebe Gesellen, die sich so um uns rumscharen, weil sie uns mögen. Und Gott, der Herr, sprach, siehe, der Mensch ist geworden wie unser einer und weiß, was gut und böse ist. In meinem Wunderland, da wäre alles ganz anders. Nichts wäre so, wie es jetzt ist, weil alles so wäre, wie es jetzt nicht. Und andersrum, was jetzt nicht ist, würde dann sein. Und was nicht sein würde, das ist jetzt. Kapiert? Wir überfliegen Österreich. Der Pilzboom ist momentan das Gesprächsthema im Gasthof Vögel in Kirchberg am Wechsel.
Hunderte Schwammelfanatiker stürmen Wochenende für Wochenende die Steiersberger und Kranichberger Schweig, um nach diesen wundersamen Pilzen zu suchen. So ist das in der Hochsaison. Also bei dem ich mir sicher, den anderen weiß ich, sind noch sehr jung. Der ist gut, ja. Also da bin ich auch sicher, dass es einer ist. Also auch wenn die anderen was anderes sagen. Nur wenige hundert Luftlinienkilometer weiter, wir überfliegen den rheinisch-bergischen Kreis. Der ist ein bisschen jünger, aber nur etwas. Die sind fast im gleichen Stadium. Ne? Mhm. Aber wir sind schon kurz davor, kaputt zu gehen. Siehst du, dass sie hier schon ganz schnell aufessen, ja. Und wer sind die Sammler? Meist Jüngere, meist Männer. Auf Wiesen gerne. Ja, also ich sammle die Pilze da, wo ich herkomme, da, wo ich aufgewachsen bin, auf den Wiesen. Well, when I was young, my father told me which ones I wasn't supposed to pick. Wir nähern uns denen, die erst gar nicht rausgehen. A lot of people grow them indoors as well. If you want to grow them, it's quite difficult. Und schon sind wir in Amsterdam. In 5 minutes. You should read some literature about it. Conscious Dreams, ein Laden in einer kleinen Seitenstraße. Wem die beschränkte Artenvielfalt auf heimischen Wiesen nicht ausreicht, hier gibt's bewusstes Träumen im breiten Angebot. Hübsch bunt haben sie es hier fast wie in den 70ern und allerhand Kurioses in der Auslage. Stimulanzen, Peyote, Kaktus neben Guarana, alles natürlich, natürlich. Und Shrooms, Magic, Mushrooms, frische Ware oder getrocknet. Auch Sporen zum selber pflanzen und Bücher. Ein paar Kilo frische Pilze gehen täglich über die Theke. Der Besitzer vermutet ein gesteigertes Bedürfnis nach Nahrung für den Geist. We also need food for the spirit. So we need products, not only products from here, but worldwide. For example, the mushrooms. Auch praktische Tipps zur Zubereitung tauschen die Kunden untereinander aus. Und wie sich das Verhältnis zu Haustieren merklich verbessern lässt. When I use the mushrooms, I really understand my house with my cat. We people are too complex with our lives. Die schmecken wie Erde und Modder und Regen und Laub zusammen, wie sie ausschauen, wie sie auch gewachsen sind. Frische, psychedelische Pilze, Marke Eigenanbau aus feuchten Gewölben. An den Wänden sehen wir in 3D eine Big Brother-Holographie. In Echtplastik ein Frauenbein in Handschellen. Aus Pappmaché ein Fliegenpilz. Kunden aus Fleisch und Blut, ganz international. Der Banker im Maßanzug neben dem authentischen Langhaar und der fröhlichen Studentin. I'm not sure, we seem to be in the second psychedelic revolution at the moment, which is a fun place to be in, and we'll just see what happens in the next century. Eine heute weniger gebräuchliche Psilo-Variante ist der Fliegenpilz. Der nicht zwingend giftig, dafür aber von höchst unangenehmem Geschmack, der starken Brechreiz hervorruft. Weshalb ihn auch derjenige, der ihn zu essen beabsichtigt, immer einem anderen zum Zerkauen gibt und auf diese Weise hergestellte Würstchen mit einem Male gleich Pillen verschluckt. Kaum war die Fliegenpilzwurst hergestellt, als sie auch sofort von einem der Männer auf höchst appetitliche Art verschluckt wurde. Aber es gibt auch andere Zubereitungsmöglichkeiten. Schon nach dem vierten Pilz fangen die Wirkungen des Giftes sich zu äußern an. Wie es scheint, wird das Gift des Fliegenpilzes im Harn ausgeschieden, wodurch derselbe, wenn getrunken, dieselben Wirkungen ausübt wie der Fliegenpilz. Die Vergiftung wurde immer wieder durch Urintrinken verstärkt. Man sollte sie auf etwas drauflegen, was besser schmeckt als sie selber, und dann essen. Käse, Joghurt. Man kann so eine Pilzpfanne machen, ein Pilzragout. Statt Pilz pur favorisieren die Teilnehmer auf Rave-Partys Pilzcocktails. In Vancouver zum Beispiel. In Vancouver we call it candy flipping, when you do ecstasy with acid or with mushrooms. Das ist dann halt eine Mischung. Also man ist dann halt, also dann ist es halt, also wenn du noch ein Aufpuschungsmittel dabei nimmst.
leidet der eigentliche Pilzrausch, würde ich mal sagen. Beim Zwei-Mann-Rave in der Juchte rauscht die Kombi Pilz plus Pilzurin. Plötzlich überfiel den Rentierkojaken und kurz darauf den anderen ein Tobsuchtsanfall. Sie stürzten gleich rasenden von ihren Plätzen. Und nun ging ein unbeschreiblicher Tanz mit Gesang los. Ein ohrenbetäubendes Trommeln und rasendes Umherrennen in der Jurte, bei dem alles rücksichtslos umgeworfen wurde, bis zur völligen Ermattung. So dauerten die rasenden Tänze und Trinkgelage die ganze Nacht hindurch. Diese frühe Form des sibirischen Pilzpogos findet ein nur bescheidenes Echo in der Jetztzeit, wenn zur Technoparty der Pilz mit Ecstasy versetzt wird. It definitely helps to be high at a rave party. It's, you know, really easy to meet people. Man sprüht förmlich von Sympathie und Harmonie, was ja immer die Grundvoraussetzung ist, jemanden kennenzulernen. Das ist ein richtig High. Sie sind fast unansprechbar, reagieren kaum, ne? Kugeln nur umeinander. Positive Auswirkungen machen sich beim Hörvermögen bemerkbar. You know how mushrooms they make you hear things that you don't normally hear in music, you know? You pick up things that you never would have heard before. Es kann sich aber auch so äußern, dass jemand zum Beispiel Stimmen hört, die ihm etwas befehlen, etwas zu tun, was er gar nicht will, wogegen er sich aber nicht wehren kann. Wir sprechen ja von imperativen Stimmen. Wollen wir mal schauen. Was könnte Pilzgeist-Durst denn Besonderes anbieten? Viel Mystik. Kosmische Entgrenzung, Deluxe, Schwelgen in der Natur. Und ein bisschen Horror hoffentlich auch. Und Sex. Ich bin zu allem bereit. Was ist mit gezielten Anfragen? Kindheitserlebnisse und so? Werden nicht erfüllt. Wir machen hier das Programm. Nothing can stop me now. Nothing can stop me now. La, 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 la. Pilzgeist Tours bietet prinzipiell keine Unfallversicherung. Und was sagen dazu unsere Reisenden? Pilze wirken im Körper genauso wie im Waldboden. Sie breiten sich wie so ein Myzel in den Nervenzellen aus. Und ihr werdet sein wie Gott. Und vermitteln einen dann Erfahrungen, die nicht unbedingt nur was mit dem menschlichen Leben zu tun haben, sondern auch mit dem Leben der Pilze, der Pflanzen, der Tiere, mit dem ganzen Kosmos, mit der Natur. Nunmehr begann der Pilz zu wirken. Der Frühlingsstrauß glühte stärker. Das war kein natürliches Licht. In den Ecken regten sich Schatten, als ob sie Gestalt suchten. Mir wurde beklommen, auch fröstlich, trotz der Hitze, die von den Kacheln ausströmte. Ich streckte mich auf das Sofa, zog die Decke über den Kopf. Die Besonderheit bei Halluzinogenen besteht darin, dass sie unsere Sinneswahrnehmung, also so wie wir die Umwelt wahrnehmen, und zwar mit unserem taktilen Gefühl, also mit den Fingerspitzen, mit unserem Geruchssinn, also unserem Geschmackssinn, mit dem, wie wir es hören und wie wir es sehen, dass diese Sinneswahrnehmung verändert wird. Da wurden ihnen beiden die Augen aufgetan. Und es schoss förmlich so ein bunter, unglaublich kräftiger, so Energiestrahl oder Energiestoß so durch mich durch. Also richtig so von unten durch diesen doch recht hohen Stein durch mich und dann so nach oben zum Himmel. Wir überfliegen den Himmel. Entscheidend ist eben, dass dieser Stoff, diese tiefen bewusstseinsverändernde Wirkung haben, dass die chemisch strukturell verwandt sind mit Stoffen, die in unserem Körper vorkommen, physiologisch.
meinem Wunderland, da wäre alles ganz anders. Nichts wäre so, wie es jetzt ist, wenn alles so wäre, wie es jetzt nicht ist. Und andersrum, was jetzt nicht ist, würde dann sein. Und was nicht sein würde, das ist jetzt. Kapiert? Wie der Saft in den Gräsern hochsteigt oder wie eben bei mir das Blut durch die Blutbahnen geht oder wie der Anteil vom Wasser sich verteilt im Körper und wie das Wasser eben um mich rum ist. So. Also es waren immer so Erfahrungen von innen und außen, die ich so gemacht habe. Ja, künstliche Energie. Sie pulsiert in deinem Körper. Und wenn das ganz intensiv war, war die Verfremdung so stark, dass ich das Gefühl hatte, wenn ich zum Beispiel meinen Kopf gefasst habe, in die Haare gefasst habe, dass ich praktisch in so eine Art Stromkreislauf reinfasse. Was in aller Welt ist denn nun wieder hier los? Die Haare fühlten sich nicht mehr wie Haare an, sondern wirklich wie so Vibratoren, also wie solche Elektrofelder oder sowas. Alles war Haut und wurde angetastet, auch die Retina. Dort wurde die Berührung Licht. Dieses Licht war vielfarbig. Es ordnete sich zu Schnüren, die sanft hin und her schwangen, zu Glasperlenschnüren orientalischer Eingänge. Sie bilden Türen, wie man sie im Traum durchschreitet, Vorhänge der Lust und Gefahr. Und genauso auch, wenn ich auf die Haut gefasst habe oder auf die Hände, dann habe ich nicht auf die Haut gefasst, nicht auf die äußere Begrenzung der Haut, sondern praktisch in das feuchte Blut hinein. Das Blut dieses Pilzes bohrt hier ein Loch. Das zweite Loch durchdringt das Loch in deinem Gesicht. Dein Schädel wird geöffnet. Ich will einfach reinsehen können, verstehst du das? Ihr habt mich unter Drogen gesetzt. Los an die Arbeit, Chef. Oh! And hold dear. Es wurde gesungen, es wurde geklatscht, es wurde es war eine ekstatische Atmosphäre. Und ich hatte auch das Gefühl, die jungen Frauen, die haben also manchmal in ihrem Gesang so fast geschluchzt, ekstatisch. Und ich habe das Gefühl, da ist irgendetwas, auch eine sexuelle Erregung bei diesen jungen Frauen drin gewesen. Während der Veladas, der Pilzrituale, klatsche ich in die Hände und pfeife. In dieser Zeit verwandle ich mich in Gott. Maria Sabina, Schamanin, Heilpriesterin. Wir überfliegen Mexiko. Hier wachsen mehr Psilocybin als irgendwo sonst auf der Welt. Die Niños Santos, die heiligen Kleinen, heilen offene Wunden und die Wunden des Geistes. Der Geist ist es, der krank macht. Die Pilze geben mir die Macht, alles umfassend zu sehen. Beim ganzheitlichen Pilzritual treffen wir auch den Schwammerl-Detektiv Gordon Wasson. Gordon Wasson ist der Begründer der Ethnomykologie. Wasson, ein an sich seriöser Banker, hat weltweit alles erschnüffelt, was er zum Thema Magic Mushrooms aus den Schriften unserer Vorfahren heraustüfteln konnte. Wasson selbst hat mal gesagt, wenn was aussieht wie ein Pilz, dann ist es auch ein Pilz. Er hat sehr genau hingeschaut und auch zugegriffen. Als erster Weißer nahm er an einem Pilzritual teil und berichtete darüber einer erstaunten Leserschaft im Life Magazine. Das war 1957. Damals waren Magic Mushrooms gänzlich unbekannt. Alle anderen kamen nach Wasson und es kamen viele, die Learys, die Castañedas, Huxleys und Hippies. Maria Sabina wurde Kult. Ihre Veladas waren in den 60ern ein offener Geheimtipp. Das dauert also bis zum Morgen. Zwischendurch hat man geschlafen, dann rennt sie wieder los. I knew Maria Sabina, who was a poet, who was a poet. Vor Carlos Fuentes hatte bereits Wasson die poetische Dimension Maria Sabinas erfasst und ihre religiöse. Die Pilze sind nämlich heilig. Sie geben einem Weisheit. Ich nehme die Kleinen, die aus dem Boden sprießen, und ich sehe Gott. Ich bin keine Wunderärztin. Ich heile mit der Sprache, mit nichts anderem. Ich bin die Frau Geist.
sagt er. Ich bin die Frau des Lichts, sagt er. Ich bin Frau Tag, sagt er. Ich bin die reine Frau, sagt er. Ich bin die Frau Adlerherrin, sagt er. Ah, unser Jesus Christus, sagt er. Ich bin die weise Frau der Medizin, sagt er. Ich bin die weise Frau der Sprache, sagt er. Ich bin die Frau der Weisheit, sagt er. Ich bin Frau Kolibri, sagt er. Heiliger, 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 Heiliger. Dem Pilzdetektiv aus der New Yorker Upper Class brachte der Velada-Trip gleich mehrere Aha-Erlebnisse. Zum Beispiel, wie man ohne Augen besser sehen kann. For the first time, seeing direct without the intervention of mortal eyes. Wasson war in Ekstase. Ecstasy is not fun. Your very soul is seized and shaken until it tingles. Der Detektiv hatte den heiligen Pilz gefunden, der die Seele erschüttert und einen dorthin bringt, wo Gott ist. Für Wasson war jetzt klar, religiöse Ekstase ist in vielen Kulturen nichts anderes als das Ergebnis eines Pilztrips. Aber Glauben, der zu verurteilen ist, dies ist sicher. Denn weder das genannte noch irgendein anderes Kraut kann die geistigen Bilder, Fantasien oder Halluzinationen verursachen. In diesen letzten sind klar die Einflüsse und Eingriffe des Teufels erkannt. In Mexiko hat der Kult überlebt, trotz massiver Versuche der Inquisitoren, das Fleisch der Götter durch die katholische Hostie zu ersetzen. In unseren Breitengraden waren die Herren von der Inquisition erfolgreicher darin, den direkten Zugang zu Gott und Schöpfung via psychedelischer Reise auszumerzen. Von der mystischen Ehrfurcht vor dem Pilz blieb übrig die Angst vor dem Giftschwamm. Der böse Pilz ist ein Fliegenpilz, der hat weiße Punkte und der andere, der ist einfarbig. Wir überfliegen die Software. Erstmal im Kleinen. Praktisch, handlich, pilzig, das Computerspiel für den Psilo-Freund. Nintendos Mario nimmt ein bisschen Shrooms und wird ganz Magic. Der gute Pilz hilft dem Tüchtigen. Mario mutiert zu Magic Mario. Es muss ich den guten Pilz bekommen, damit ich die Blume bekomme. Und wenn ich die Blume habe, dann kann ich schießen. Und ab ins Netz. Hier begegnen wir nicht nur den inzwischen Verstorbenen Maria Sabina und Gordon Wasson auf bunten Homepages. Lauter fröhliche Pilzbilder. Leary ist tot und auch noch da. Aber der da, der lebt, samt Website. Ein Cyberapostel und Pilzpromoter, Terence McKenna. The mushroom's impact on culture is not limited. The mushroom is continuously evolving a relationship with human beings. Für mich sind das New Age Gummiköpfe, Gummiköpfe, Gummiköpfe. Passing ideas from its own vast database into the human world in the form of new inventions, new technologies and new forms of social organization. Ist das Internet nicht irgendwie auch sowas wie ein Mycelium, das Pilznetz? Und es spricht ja auch geradezu so hervor wie ein Pilz, nicht wahr? And the internet, which has grown like a mushroom very quickly and out of sight, has now established a network of information around the planet that is in close parallel to the network through the soil of the planet that links all of organic life. Dass die in dem Vergleich Internet, Pilznet, dass das überhaupt keinen Sinn macht, weil die Pilze, auch in dem Kontext, in dem wir jetzt darüber reden, nicht logisch sind und nicht logisch sein müssen und in keinster Weise logisch sein wollen. Seit wann trägt man den Kopf auf den Füßen? Es kommt durchaus vor, dass man erotische Visionen hat. Nun ist die Frage natürlich, wie sehen die aus? Sehen die aus wie ein Pornoheft oder wie sehen die eigentlich aus? Wir überfliegen erneut Wilflingen. Am Kachelofen liegt immer noch der Jünger. Sie fallen auch von den Gürteln der Tänzerinnen nieder.
öffnen und schließen sich im Schwung der Hüften und aus den Perlen weht ein Geriesel feinster Töne den geschärften Sinnen zu. Das Klingen der Silberreifen an den Fesseln und Handgelenken ist schon zu laut. Es riecht nach Schweiß, Blut, Tabak, gehackten Pferdehaaren, billigem Rosenöl. Wer weiß, was in den Ställen getrieben wird. Eins kann ich sagen, Sex mit Pilzen macht unglaublich viel Spaß. Sagen viele und schreibt die Sexberaterin des Penthouse-Magazins, Javiera Hollander. Fatima gestand, sie beginne die Pilze zu spüren. Und alles, was sie sich im Augenblick wünschte, sei sich zu bewegen und zu tanzen. Fatima und ich schwebten zur Tanzfläche. Ich war von Sinnlichkeit erfüllt und in der Stimmung, sie zu liebkosen. Meiner treu, das sind die Dinge, die mir die Nerven ruinieren. Javiera hat sich in der erotischen Bahnhofsliteratur einen Namen als fröhliche Nutte gemacht und führt uns nach Asien. Sie flüsterte mir ins Ohr: Siehst du den fantastischen blonden Mann da drüben? Das ist der Mann, den ich für heute Nacht haben möchte. Aber ich bin zu schüchtern, um ihm Avancen zu machen. Er muss Deutscher sein. Zu einem Verrückten gehe ich auf keinen Fall. Danach wirst du gar nicht gefragt. Die meisten von uns hier sind verrückt. Diese Veränderung der Sinneswahrnehmung kann ausgeprägt stark psychische Bedeutung haben. Sie hängt unter anderem auch mit der körperlichen und vor allem seelischen Ausgangsstimmung zusammen, in der ein Mensch ist. Komm her. Nun kam Geformtes. Historische Collagen, die Vox Humana, der Kuckucksruf. War es die Hure von Santa Lucia, die aus dem Fenster die Brüste vorstreckte? Dann war die Heuerfutsch. Salome tanzte. Die Bernsteinkette sprühte Funken und steilte im Schwingen die Brustwarzen auf. Was tut man nicht für seinen Johannes? Verdammt. Das war eine üble Zote, das kam nicht von mir. War durch den Vorhang geraunt. Nein, bitte. Keine Verrücktheiten mehr. Ich hielt mich an ihm fest, als sei es mein letzter Strohhalm. Denn ich fühlte mich plötzlich überwältigend benommen. Um mich herum wirbelten Farben, pulsierend und wie in einem Kaleidoskop. Sie zuckten im Rhythmus zur Musik. Er war ein exzellenter Tänzer. Und sein geschmeidig dahingleitender Körper, der sich immer wieder gegen den meinen presste, geilte mich ausgesprochen auf. Wie sehen die eigentlich aus? Und auch da wiederum kann alles vertreten sein, also wirklich von der Vision einer Vulva bis hin zu der Vision einer in Gold strahlenden Göttin, die einen in Liebe einhüllt. Madame kam durch den Vorhang. Sie war beschäftigt, ging ohne mich zu beachten an mir vorbei. Ich sah die Stiefel mit den roten Absätzen. Komm her. Strumpfbänder schnitten die dicken Schenkel in der Mitte. Das Fleisch hing drüber weg. Die ungeheuren Brüste, das dunkle Delta des Amazonas. Papageien, Piranhas, Halbedelsteine überall. Ich hab keine Probleme. Ich bin ganz normal. Sie ging jetzt in die Küche. Oder gab es noch Keller hier? Das Glitzern und Wispern, das Zischeln und Blinken war nicht mehr zu unterscheiden. Es wurde, als ob es sich konzentrierte, nun hoch frohlockend, erwartungsvoll. Inzwischen hatte er einen prachtvollen Harpen bekommen, der doppelt so groß wirkte wie sonst. Nicht nur wegen der Reflexion durch das Wasser, sondern auch unter dem Einfluss der Pilze. Zärtlichkeit ist ein sehr guter Ausdruck, um das zu beschreiben, was die Pilze Sanftmütigkeit auch mit dir anstellen. Meine Augen, deren Pupillen von den Pilzen groß und erweitert waren, hypnotisierten ihn offenbar. Ich war deshalb nicht überrascht, als er zu mir sagte: Weißt du, Javiera, da ist etwas, was ich jetzt gern tun würde. Ich würde gern meinen Schwanz in deine Augen stecken. Die Besonderheit der Pilze ist die, dass sie auch dem erotisch-sexuellen Bereich eine spirituelle Dimension hinzufügt und dass man durch den Genuss der Pilze in Verbindung mit Erotik oder Sex auch einen Zugang zum Mysterium des Seins hat. Und durch Pilze kann man, glaube ich,
dieser Sichtweise, dass man in der Sexualität das Göttliche erkennt, sehr viel näher kommt. Ihr habt mich unter Drogen gesetzt. Los an die Arbeit, Chess. Wo fängt das normale Leben eigentlich wieder an? Fängt es da an, wenn die Ampel von Rot auf Grün umspringt? Mit der PET-Technologie konnten wir zeigen, dass Psilocybin eine Aktivierung des Stirnhirns bewirkt. Pilzgeist Tours hat nichts zu verbergen. Nicht einmal vor... Die Revision! Die Revision! Nicht einmal vor PET und Teufel. Und dem heiligen Positronenrohr. Mit der PET-Technologie. Positronenemissionstomograph. Mit der PET-Technologie konnten wir zeigen, dass Psilocybin eine Aktivierung des Stirnhirns bewirkt. Damit aber auch eine Aktivierung des Temporallappens. Eine Art Umschaltstelle für die Reize der Außenwelt zum Großhirn. So quasi etwas wie ein Filter, der die Reize drosselt oder mehr hineinlässt von der Außenwelt, und das Psilocybin insgesamt ein ganzes Set von Hirnregionen verändert in ihrer Aktivität. Was sagen denn unsere PET-Technologen? Ein Teil unserer Experimente führen wir mit halluzinogenen Substanzen durch, die in gewissen Aspekten psychische Krankheitsbilder imitieren. Fürchte, ich kann mich nicht erklären, denn ich bin gar nicht ich, sehen Sie? Von Botenstoffe im Gehirn verändert werden durch solche Substanzen, um diese quasi als Modell zu nehmen, die Ergebnisse, und zu schauen, ob das bei bestimmten psychischen Krankheiten auch so ist. Wir überfliegen den Bildschirm. Menschenhirne in Rot und Grün. Als technologisch-technokratischer Mensch habe ich bislang immer nur an die Physik gedacht, an das Messen, an das Beweisen von Dingen, die man durch technische Apparaturen belegen kann. Ordentlich messen, das krank simulierte Hirn durchleuchten und dann was draus machen, so die Idee der PETSIs. Also präzisere Medikamente für psychisch Kranke entwickeln. Aber dass es noch viel mehr gibt über das hinaus, was in mir als Potenzial steckt, das ist das, was ich über die Pilze unter anderem auch erfahren habe. Ich habe eine großartige Idee. Wir wechseln das Thema. Nicht nötig, wir sind ganz in der Nähe. Wir überfliegen die Schweiz. In einem Wald, vor uns ein Tipi, Indianerzelt und dort ein paar Nackte. Sie kommen aus einer Schwitzhütte, selbst gebastelt mit Ästen und Tüchern. Und natürlich haben sie ein Lagerfeuer angezündet. Mit der Zeit gewöhnt man sich an alles. Sie haben eine ganze Menge getrockneter Pilze parat liegen. Die wollen sie jetzt gemeinsam nehmen im Tipi. Das mit der Gruppe ist ganz wichtig. Gerade hier an dem Ort vor anderthalb Jahren hatten wir so einen intensiven Lach. Pilztrip, also was für mich eines der stärksten war in meinem Leben, dass ich nie geglaubt hätte, dass es so sein kann, dass sich die Realität so intensiv verändern kann. Es kann aber auch genau umgekehrt sein, dass also tief sitzende, vielleicht verdrängte, depressive Gefühle, also weitaus mehr als nur Traurigkeit, hochkommen und sich das entwickelt, was als Horrortrip bezeichnet wird. Die Angst vorm Verrücktwerden, dass die dann auch einen eventuellen Horrortrip auslösen kann. Und dann ist der eine von uns richtig in dieses Elend der ganzen Welt hineingeflossen. Also er hat irgendwie das Gefühl gehabt von unendlichen Schlachtfeldern, die sich irgendwie vor ihm auftun, vor
gemetzelten Menschen und zu Tode gefolterten, vor Kranken und Elenden und ach, vor allem, was eben schrecklich und beängstigend und gruselig ist. Er kann aber nicht anders und er leidet qualvoll unter dieser Zerrissenheit seines gefühlsmäßigen Ausdrucks und seines Empfindens. Das Mütterchen hatte ich schon anders gesehen. Aber auch Kurt ist Erde, zählt wie das Gold zu den Verwandlungen. Damit muss man sich abfinden, solange es bei der Annäherung bleibt. Wenn man nascht, dann ist es sehr leicht möglich, dass man fürchterlich dafür zu büßen hat. Pilzgeist-Tourist übernimmt grundsätzlich keine Verantwortung. Bei Übelkeit, Brechreiz und Schwindelgefühl. Wir empfehlen... einen geübten Reiseführer. Viel stilles Wasser und rhythmisches Singen. Hoch! Bis anhin dachte man, dass das Psilocybin verschiedene Serotoninrezeptoren, Subtypen belegt und dadurch psychische Symptome induziert. Heute wissen wir, dass durch die Aktivierung von Serotoninrezeptoren auch verschiedene andere Systeme mit verändert werden, zum Beispiel das Dopamin oder das Glutamat. Ich bin ein heftiger Verfechter der Auseinandersetzung mit den Schattenseiten. Ich finde, ein guter Trip ist auch ein guter Trip, wenn er einen wirklich so an die Grenzen gebracht hat und sehr unangenehm vom Inhalt her war. Gar nichts will ich! Ich lasse die Dinge passieren! Es kann auch sein, dass jemand Dinge sieht, die nur er sieht, die anderen, also imaginäre, für uns nicht vorhandene Person sich von denen bedroht fühlt und dann schreiend wegläuft. Einer von uns ist dann so zum Herkules geworden, der eben auch in diesen Hades hinabging und mit der dicken Keule so alle Widerstände irgendwie so von ihm weggehalten hat, die dicke Keule gesprungen hat. Und das waren so richtig mythologische Bilder auch. Wenn ich nicht so neugierig gewesen wäre, wäre ich bestimmt nicht hier. Aber das ist ja eben das Schlimme mit mir. Ich bin mir selbst immer nur im Weg. Ob ich will oder nicht, das ist so. Und deshalb werd ich auch nicht mehr richtig froh. Das Entscheidende ist, dass die innere Zusammengehörigkeit von Denken, Fühlen, Wollen und Wahrnehmen zerrissen wird. Wir haben gesehen, dass bei der positiven Entgrenzung, quasi bei einer quasi mystischen Erfahrung, die verschiedenen Hirnregionen zwar vermehrt aktiv sind, teilweise weniger aktiv, dass sie aber noch koordiniert zusammenarbeiten als Ganzes. Im Gegensatz dazu konnten wir zeigen, dass bei der angstvollen Ich-Auflösung, wo der Körper auseinanderfällt, wo die Ich-Struktur nicht mehr gegeben ist, dass einzelne Hirnteile... Ich habe Angst. Ich finde nie zurück. Niemals. Ich war im Bilde. Es war ein Schub gewesen und er würde gleich wieder einsetzen. Die Zeit war noch nicht um. Ob es dann oder dann passiert oder ob man überhaupt schon jemals nicht verrückt war, und wie das um dies herauszufinden, ist dann recht schwer. Was die Leute betrifft, die sich für die Experimente im PET freiwillig gemeldet haben, so liegen uns keine Nachrichten von bleibenden Schäden vor. Wir sind immer noch in der Schweiz. Man lacht, wie man noch niemals in seinem Leben zuvor gelacht hat. Man kugelt sich im wahrsten Sinne des Wortes vor Lachen. Und die Dame mit dem Horrortrip in die Unterwelt? Und in dem Moment, in dem ich irgendwie die größte Angst hatte, merkte ich dann plötzlich, dass es vorübergeht. Und dann war sofort wieder so ein Gefühl von Abstand zu der Erfahrung da und auch ein unglaubliches Glück, diese Erfahrung irgendwie gemacht zu haben und heil aus ihr doch wieder rauszukommen. Ich glaube, man ist kurzzeitig verrückt. Hallo? 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 Wir überfliegen das Seelenleben. Noch wissen wir zu wenig. Was wir allerdings wissen, dass manche Menschen doch einen besseren Zugang zu ihrem Seelenleben bekommen, wenn sie bestimmte
Stoffe einnehmen. Wer bist du? Es tut mir leid. Ich weiß es selber nicht mehr genau. Ich weiß überhaupt nichts mehr. Wir haben hier das Protokoll eines psychisch Kranken, 23 Jahre alt. Diagnose? Schwere charakterliche Störung, Kontaktmangel und Einengung aller Lebensbereiche. Er kam in die Behandlung von Dr. Hans-Karl Leuner, Pionier der sogenannten psycholytischen Therapie. Wo bitte sind Sie? Hier oben auf dem Pilz. Was war das Besondere? Das Besondere bei der psycholytischen Therapie, der Therapeut greift zum Pilz, Psilocybin in pulverisierter Form, und füttert damit den Patienten, der auf traditionelle Behandlungsformen nicht angesprochen hatte. Wir arbeiten mit Methoden, die nur ein Drittel der Patienten ansprechen. Also zwei Drittel aller Patienten sind mit herkömmlichen Methoden nicht therapierbar. Das ist eigentlich deprimierend, nicht? Und deswegen... Ich will dir einen guten Rat geben. Die eine Seite wirklich größer machen. Die eine Seite von was? Dosis 10 Milligramm CZ74. Ein Psilocybin-Abkömmling. Und die andere Seite wirklich kleiner machen. Die andere Seite von was? Von der Morchel, du Dummkopf. Wovon? Vom Pilz. Aha. Danke. No need to explain yourself. I was born to pay for my previous. Einen schonenderen und besser steuerbaren Rauschablauf als LSD. Wichtig bei der Therapie mit Halluzinogenen ist nun die Entwicklung einer besonders engen personalen Beziehung zum jeweiligen Begleiter bzw. Therapeuten, etwa im Sinne einer Brüderlichkeit. Hilfreich sei auch klassische Musik, etwa Bach. Anfangs empfiehlt sich besonders entspannende Musik. Ein paradiesischer Zustand. Ich bestehe nur noch aus Liebe, als reines Geisteswesen. Sagt der psychisch Kranke, arbeitsunfähig übrigens, unter Einwirkung von Psilocybin. Gott taucht auf, eine Vaterfigur. Überwältigende kosmische Gefühle. Ich spüre den ewigen Geist, der durch alle Urzeiten zieht, das Universum und alles Leben mit seinem Hauch erfüllt. Der bedeutsamste Wirkung ist dieses Erleben, des kosmischen Erlebens, dass man wieder merkt oder fühlt, erlebt, nicht nur weiß, dass wir ein Teil der Natur sind. Der Doktor ergriff meine Hand und plötzlich schwand meine Furcht, sagt eine andere Patientin, die sich der psycholytischen Therapie ausgesetzt hat. Ich sehe Gott und den Teufel um den Menschen kämpfen. Dann entlassen sie ihn in die Freiheit zu Gut und Böse mit dem Auftrag, er solle sich die Erde untertan machen. Später gab der Arzt mir einen Spiegel und ich blickte hinein. Ich sah mich selbst. Ich strahlte Liebe aus. Ich sagte, ich sehe Liebe. So viel Liebe. Oh, ich liebte mich selbst. Ich war gerade am Beginn meines eigenen Lebens. Und da sehe ich die große Bedeutung, die große Bedeutung in der Psychiatrie, wo der Mensch ja eben sehr oft leidet, weil er isoliert ist von der Umwelt, von der Schöpfung, dass er wieder den Zugang findet. Ich sehe mich als Urmenschen, der ein Wildschwein erlegt, mit seiner Frau bumst. Dann fühle ich mich als Gottes Sohn. Beide Patienten hatten vorher auf andere Therapien nicht angesprochen, sogenannte Non-Responder. 80% Non-Responder auf die Therapie und aus diesen 80% wieder waren es nachher, nach Abschluss der psychologischen Behandlung, 72%, die
auf die Therapie angesprochen, auf unsere Therapie mit Hilfe von Psilocybin. Wir haben dann Psilocybin gewählt aus verschiedenen Gründen, haben sie angesprochen und haben gute bis sehr gute Besserungen erreicht. Das kann halt wirklich auch gefährlich werden. Kommen Sie immer. Gut, nein, ganz gut. Sehr. Kleine Pause wäre wohl angemessen. Große besser. Wir überfliegen die Heimat. Alle sind wieder heil eingetroffen, die meisten wirken entspannt, obwohl... Das war wirklich eine ganz starke Auseinandersetzung mit Leben und Tod und geboren werden und vergehen und... Reifen und verfaulen und so. Also. Das kann halt wirklich auch gefährlich werden. Und die Gefahr ist nicht, dass man sich vergiftet, nicht, dass man süchtig wird. Die Gefahr ist, dass man dieses unerhörte, ganz neuartige, fremdartige Erleben nicht integrieren kann. Dass man dann psychischen Schaden erleidet. Der Erdgeist ist mächtig in vielen Formen. In den Slums wie auf der Avenida. In der Suburbia, wie auf dem Kapitol. Mir geht's häufig so, dass mir das Schweigen völlig ausreicht. Waren in Wolfsmilch und Königswasser die Magic Mushrooms mit diversen Schwammkonsumenten von Timothy Leary und Ernst Jünger über Mick Jagger bis zu den Mega-Raves von Alice im Wunderland. Eine Sendung von Claudia Kuhland und Ralf Breyer mit Angelika Bartsch, Alexander Grill, Michael Evers, Steve Carrier, Davo Peter und Gabriele Blum. Ton und Technik Rudi Stückrath und Mechthild Austermann. Regieassistenz Hildrud Spiekermann. Regie Jörg Schlüter. Und die Magic Mushrooms, die Zauberpilze der 90er, hat der WDR 1997 zubereitet. Ecstasy is not amusing, ecstasy is no fun. Wir folgen dem Pilzdetektiv der 50er, Gordon Wasson. Das waren die Magic Mushrooms aus dem Hause WDR. Und jetzt mit den Folgewirkungen Kult und Chaos und Domia. Ciao von Gisela Korvis. You knocked me out. You bit my lip. You held me down and kept me sober. All this time.